Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Wir sind immer noch im Lastalia-Schach und wollen die kleine Königin finden. Oder? Ja, klar. Ja, eigentlich wollen wir hier das ganze Elif absaugen. Wie war das nochmal? Das ist schon wieder ein bisschen länger her, seit ich hier letztes Mal gespielt habe. Jedenfalls, wir sollten ja Fotas Korn aufhalten, mein Gott. Jedenfalls, ich habe währenddessen wieder ein bisschen trainiert. Mein Gott, Level 110, wie will ich eigentlich verarschen? Wie hat der denn gemacht? Ja, das erkläre ich euch ein andermal. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach schnurstracks hier runter. Ich habe mich jetzt noch gar nicht umgeguckt, ob hier unten noch irgendwas ist, ob ich irgendeinen Schatz verpasst habe, aber ich werde schon meiner Intuition und mein was auch immer hier vertrauen, dass ich alles getroffen habe, alles gefunden habe und so weiter und so fort. Jedenfalls, wir sind jetzt unten. Do you feel that breeze? Entschuldigung. It feels nice. This place looks really different. It doesn't look like some place people would build. I bet most of it is natural, and they just built around the rest. So schwebende Steine in der Luft, natürlich. Guys, heads up. Oh Mann, gegen die Typen habe ich so oft gekämpft. Listen well, invaders of Fodra. You will never reach Fodra's core. Oh, verdammt, Mike. Habe ich ja jetzt gar nicht mit gerechnet. Das Spiel ist übrigens nur auf Chaos eingestellt. Deswegen sind die Level 112 und die ist auch Level 112. Wir haben eine komische Truppe, ne, eigentlich nicht, ne? Ich hab mal Aspel nicht mehr dieses Strahlenschrei-Ding gegeben oder wie auch immer das hieß. Ich mal. Was? Wieder dieses Excalibur-Schreck gegeben, also hat von seinem Vater. Und ja, das ist sehr gut. Wir werden sowas von verrecken auf den höchsten Schwierigkeitsgrad, dabei habe ich so lange trainiert. Mein Gott. Nein. Nein, hör auf damit, Mann. Ich will nicht, dass du zauberst. Vor allem das Blöde ist, wenn die nicht mal zaubern, dann zaubern die Viecher. Die Viecher sind die absolut nervigsten Viecher, die ich kenne. Und wir sind sowas von tot. Los, komm. Gib's mir. Los. Ist das alles, was du drauf hast? Und Schwierigkeitsgrad runter. Level 97 ist jetzt 10 Level höher. Macht die wahrscheinlich voll fertig. Von Umfall irgendwie. Ja, okay, irgendwie gibt ihr mir noch trotzdem voll das Maul. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass dieser Kampf noch kommt. Mein Gott, hörst du jetzt auch? Alter. Kein Plan mehr, was da los ist. Mein Gott, lass mich doch mal was machen. Das ist ein Haufen Magier hier, das ist voll unfair. Geh immer noch aufs Maul, Mann. Hörst du jetzt auf damit? Hat er voll gebracht. Ich dachte, ich wäre voll überpowered, ey. Ach, Mann. Oh mein Gott. Ich denke, wie beschissen schwer ist es zu leveln. Im verdammten Gebiet. Ich hoffe, das ist nur die. Ich habe nicht mehr so gut im Kopf. Oh, super. Das ist so eine gute Idee, wa? Ja, jetzt komm her. Wird so keine mehr Herausforderung mehr, ne? Sehr schön. 10.000 Erfahrungspunkte. Ich bekomme von den normalen Bossen Gegnern ja schon mehr Erfahrungspunkte. Das steht mich jetzt nicht so vor, dass ich den Boss hier immer
unterstellen muss, die Schwierigkeitsgrade. We must destroy the humans. She's gone. Are you okay? Yeah, I'm fine. I just thought I saw something. Lambda, what's happening? If you continue, Fodra's consciousness may force its way into your mind. Fodra's consciousness? If you are forced to experience her billions of years worth of memories, your mind will collapse entirely. I would prepare myself if I were you. Suppi. So. Wir können ja speichern, Gott sei Dank. Schwierigkeitsgrad wieder hochstellen. Beim nächsten Boss wieder runterstellen. So, ich würde mich erstmal hier umschauen. Okay, wir können noch prüfen. Man war schon immer bei diesen Teleportationsdingen. Jedenfalls, das war schon wieder so voll der zerstörerische Kampf. Wieso kriege ich immer noch so hart aufs Maul? Ich verstehe das nicht. Ich meine, Level 110, ey. Aber braucht man gar nicht so weit zu grinden für dieses Spiel. Finde ich jetzt so. Oh, naja, speichern wir. Drilling, okay. Are you worried about Asbel? Oh, sorry. I don't mean to worry you, Sophie. It'll be okay. Asbel made a promise after all. I think it'll be okay too. Asbel always keeps his promises. Now make a promise to me! To you? What kind of promise? To continue our poker game when we return to Aphinia. Poker? Pascal taught me poker when we were at the Amarcian Enclave. It was fun. We played 150 games, and I won 149. Sophie's really good. A little too good. I only won the first game. Wait, hold on. What? That's what you were doing after being summoned by Richard? Yeah, we totally deal you in if you want. So, let's shut down Fodra's core and get back to Aphinia already. All right, it's a promise. Sometimes, I wonder if Pascal just acts like a goofball to calm us down when things get tense around here. A pinky promise. Sweet! I may lose to Sophie, but I'll run the table with you, sister. Or maybe not. Sehr schön. Okay. Wenn es nicht um Geld ist, dann wird das ja wohl nicht so schlimm sein, oder? Oder? Ich meine, wir haben zwar genug Geld. Oh, 4 Millionen, ne? Ja, 4 Millionen. Aber. Boah, ich wünsche, ich könnte das Geld irgendwie. Okay, ist kaputt. Wollte schon sagen. Ich wünschte, ich könnte dieses Geld hier in irgendeinen anderen Tales of Tyria rüber transportieren, wo wir Geld ein bisschen nötiger haben. Aber scheint leider nicht zu gehen. Das Erlebt dieser Region ist mit der Verbrennung Krankheit verunreinigt. 5 Sterne wert. Shiria, look out! What? The Eleth over there is pretty dense. If you had stumbled into it, you might have experienced an Eleth high. Thank you, Asbel. There seem to be lots of those thick Eleth patches around. Although, the monsters don't seem to mind. They must possess an antibody that resists it or whatever. Hey, I bet we can build the same immunity if we eat some of these monsters. Okay. Eat them? We can marinate the meat with a spice rub and serve it with red wine. Too much trouble. Just cram a spit up their butts and roast them whole. What? Unbelievable. Look, let's just beat the monsters here. And see if we learn anything, okay? Okay. Ah. Ja, das wird wieder ein bisschen anstrengend hier. Verbrennung, das sorgt dafür, dass wir uns nicht heilen können. Das ist nicht gut. Die sind halt nur Level 100 und so viel. Lernpflicht gegen Eart. Wieso habe ich damit gerechnet, die gegen Verbrennung anfällig sind? So, machen wir einfach das hier.
Bosch, dadurch kriege ich mehr Erfahrungspunkte. Bams! Nicht rausgenommen aus dem Mixer. Egal. Es wird schon immun gegen Verbrennung sein, oder auch nicht? Weiß, was schwindet immer wieder. Vielleicht hat er irgendwie so einen Verbrennungsbrand oder so an. Ich weiß es nicht. Bah. Du versuchst jetzt nicht die ganze Zeit Verbrennung zu heilen, oder? Hubert? Er versucht es wirklich, oder? Ach, egal. Ach ja, diese ganzen Rollenspielpuppen. Davon habe ich mir auch noch wieder ein paar machen lassen, um deren Effekte zu aktivieren. Also, dass wir Kostümwechsel machen können. Ich nehme mal irgendwie mal einen anderen hier rein. Und zwar hier so. Was gerade kommt noch mal rein. Ja, aber ich habe noch nicht für alle Charaktere alle Puppen. Ich glaube, ich habe alle für Sophie und alle für Hubert, aber restlichen fehlen mir noch. Oder die Gegenstände dafür, die ich dafür brauche. Jedenfalls irgendwas davon fehlt mir. So. Na. Ups. The fuck? Ja, einfach nur so steht so. Oh, das sieht man auch nicht alle Tage. Sehr schön. Okay. Dann, also nicht. Ich meine, das hier ist nicht so ein Labyrinth wie im Bereich davor. Das ist gut. Das ist sehr gut, weil ich mag Labyrinth nicht, diesen böse. So, hier können wir runter oder rauf, glaube ich. Und das bringt uns, glaube ich, noch nichts, ne? Egal. Das gucken wir uns später mal an. Erstmal gehen wir hier hin. Ich glaube, jetzt gehe ich hier schon tiefer runter, ne? Weil es ist sehr wichtig, dass ich hier was Bestimmtes mache, um verlangsamen Krankheit. Es ist sehr wichtig, dass ich hier was Bestimmtes mache, damit, naja, ich es hier ein bisschen angenehm habe. Hier unten, deswegen, ja, muss ich hier alles schleunigst erkunden. Das Problem ist ja immer, ich habe Probleme zum Erkunden, beim Erkunden. Das sieht auch schon wieder aus. Wo ist denn das Ding, was ich runter geschmissen habe? Streng vertraulicher Samen. So. Ach ja, ich war auch noch mal im L-Forschungszentrum oder Forschungslabor und habe da eine Katano gefunden. Und das hat mich ein bisschen aufgeregt, weil, keine Ahnung, da war irgendwie so ein Gebiet, wo so Trümmer waren und ich dachte, da kann man nicht rüber. Ich bin da gar nicht erst hingegangen, weil ich so angenommen habe, Rollenspieler, kannst du bestimmt nicht rüber. Aber da konntest du tatsächlich einfach so rumlaufen. Und ja. So ein Dreck. Und dann habe ich, wo ist es? Hier, ich weiß nicht, welcher das nochmal war. Obwohl. Da konntest du einfach drüber laufen und da habe ich ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, sie habe ich hier bekommen. Klo ist Katar. Wer not ist, dem muss ich helfen. Keine Ahnung, wo die ist. Kommt mir bekannt vor, aber schon mal irgendwo gesehen. Jedenfalls, da war ich einmal, ich habe glaube ich noch irgendeinen Schatz gefunden, aber das war jetzt nicht so was Wichtiges, wenn ich mich nicht irre. So, wie war euer Tag so? Okay, da hinten konntest du schon mal runter, das ist gut. Lauf hier im Kreis, ich laufe im Kreis. Ich wusste, es ist passiert. Na gut, dann weiß ich nicht. Von da kam ich, ne? Dann gehe ich mal da oben nach unten. Ich glaube, man muss erst ganz nach unten gehen und dann von da aus als mögliche aktivieren und nicht aktivieren, was weiß ich. Wo ist denn das Ding, was ich runtergeschmissen habe? Gift, das ist nicht so schlimm, das zieht nur HP ab, finde ich. Da gehen wir erstmal die ganzen Kämpfe aus dem Weg. Kommen schon genug Kämpfe, keine Sorge. Wenn ich mich nicht irre. So, und da kannst du auch wieder irgendwo hin. Ohne Truhe. Hey. Mystische Schuppe. Davon habe ich ganz viele. Die sind, glaube ich, irgendwie für diese Rollenspielpuppen geeignet. Aber ja, ich habe, glaube ich, schon genug für einige. So, na heck. Ich muss irgendwas mit den Dingern nochmal machen. Ich weiß noch nicht, was. Ich glaube, es war wichtig. Ja.
Gehen wir erstmal so weit wie möglich nach unten. Das soll alles natürlich sein. Sauer da hinten, das sieht doch schon mal gut aus. Und du bist weiter runter lang gegangen. Zum Teufel! Wieso kannst du nicht da stehen bleiben? Oder da? Schwächekrankheit. Bin mir nicht sicher, was die genau macht. Max Cutter. Gürkchen hat sie gar nicht gern auf ihren Burgern. Okay. Du mich auch. Und wer ist sie? Was war überhaupt dieses Tier da auf dem Bild? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß auch nicht mal, wer das annähernd war. Den habe ich noch nie gesehen. Aber naja. What? Okay. Weiß ich nicht. Ich glaube, das sieht schon irgendwie richtig aus. Richtig ist gut. In diesem Fall, ja, würde ich sagen. Glaube ich. Da hinten seht ihr Dinge, bei Gott, ich krieg noch mehr Geld. Da komme ich mal nicht rüber, was zum Teufel. Na, diese Dinger da müssen wir kaputt hauen. Da bin ich mir sicher, sehen aus wie diese ganzen Abyssion oder Symphonion Viecher, die wir im Guardia Schacht bekämpft haben. So, jetzt mal ganz unten. Das ist schlecht. So, und hier ist alles Mögliche. Ich glaube, das ist nicht gut. Deswegen gehen wir ja nach oben. Dann gehen wir mal hier diesen einen hoch, den wir runter holen konnten. Gehen mit dem wieder nach oben. Da wird schon richtig sein, ne? Ja, okay. Sehr schön. Erfahrungsmäßig sieht es noch sehr schlapp aus. Ich weiß gar nicht, wie weit ich noch ein bisschen. Ich werde sowieso wieder, keine Ahnung. So lange spielen, bis wir vorm Endboss sind, und dann werde ich mal, weiß ich nicht, wieder ein bisschen offscreen trainieren, und dann seht ihr wieder, wie ich 20-30 Level auf einmal hochgestiegen bin, und dann ja, haben wir den Gegner weg. Wenn die Gegner immer noch weghauen, das ist ja nicht normal. Was zum ja, genau das habe ich irgendwie gemeint. Ich hatte irgendwie so im Kopf, dass ich nicht mehr genau weiß, wo es war, und deswegen immer erst ganz nach unten gegangen bin und dann von da aus alles abgecheckt habe. Ich glaube, so habe ich das immer gemacht. Das ist nicht gut. Ja, da kannst du, da kommst du ganz nach unten, ne? Und hier kommst du wieder nach oben, ne? Ich weiß nicht mal, wir diesen irrsinnig langen Weg, ne? Da will ich hin. Kann man nicht einfach runterspringen, Mann? Na gut. Hier kam ich von rechts, ne? Bin ich da Ding schon mal lang gegangen? Ja, ne? Ich wollte nicht. Ich kam doch von ganz rechts, also muss ich ja irgendwo lang gehen, geh weg. Und ja. Da werde ich schon den perfekten Weg finden. Oder wir gehen wieder nach oben damit. Kann auch sein. Ich laufe die ganze Zeit im Kreis, ne? Kommt so aggressiv auf mich. Was zum Teufel, wie bewegt er sich? Er hüpft, ohne auf den Boden aufzukommen. Was soll er hat? Ja, toll, Panzer, die auch noch die Schwerkraft hier besiegen, das ist nicht schön. Mein Gott, ey. Ich war ein bisschen faul beim Aufnehmen irgendwie. Ich habe irgendwie diese Woche, ich tue ja immer nur am Wochenende aufnehmen, habe ich irgendwie nur ein Video aufgenommen und mehr nicht. Mein Gott, bin ich faul. Weiß nicht, irgendwie fand ich, ich hatte noch genug Videos irgendwie in der Playlist. In der, nicht Playlist. Da geht es schon wieder nach oben. Ich glaube, ich bin hier schon wieder vollkommen falsch. Da ist auch noch ein Ding. Oder kam ich von da? Ich glaube, ich kam von da, oder? Ich kam von da. Ma. Ja, ich war ein bisschen faul beim Aufnehmen. Ich habe nur ein Video aufgenommen. Das sieht mir irgendwie gar nicht ähnlich. Sonst nehme ich für jedes Projekt direkt irgendwie 5-6 Videos oder so auf. Aber diesmal nix. Das ändert sich aber hier jetzt. Jetzt werde ich erstmal ein paar, 3-4 Videos. Und ma.
aufnehmen und dann mal schauen. Wir haben jetzt schon wieder Sonntag, das heißt, morgen werde ich sowieso keinen Bock haben aufzunehmen. Ich kenne mich doch. Und ja, oder vielleicht eigentlich schon, ne? Bald steht ja wieder der Tag der Deutschen Einheit an. Da habe ich ja wieder, keine Ahnung, den ganzen Tag vielleicht Zeit, irgendwie was aufzunehmen. Ah, hier ist das Ding, Gott sei Dank, wir haben Fortschritt erreicht, danke. Ah, super. Zum, wir machen wieder was kaputt. Ja, und da ist das eine Ding, okay. Finde ich gut, wir haben nichts erreicht bis jetzt. Außer halt eine Ding hier runter zu hauen und 20 Minuten hier nur rumzueiern. Aber so geht das nochmal. So läuft das, so machen das die Profis halt, ne? Ich meine, warum auch nicht? Da hinten sieht aus, als würde da irgendwie so eine Schatztruhe in der Luft hängen. Da ganz rechts irgendwie. So, jetzt hinab. Dann hoffentlich begegnen wir den ersten Typen. Ich will immer nur dahin. Und ja, ne, da müsste ja noch eine Ebene dazwischen sein. Was zum Teufel? So, jetzt muss ich herausfinden, wo das Ding ist. Wo ich das Ding runtergeschmissen habe. Muss ja eigentlich irgendwie so unten sein, ne? So hier so in der Gegend. So, wieder hinauf einmal. Wahrscheinlich da irgendwo, ne? Ja, ne, da war doch dieses eine, wo nur diese kleine Insel war. Aha. Und Lähmungskrankheit. Warum jetzt ausgerechnet hier Lähmung? Und das ist das erste Viech, Gott sei Dank. Wir haben natürlich Lähmung als Krankheit. Das ist wunderbar. Ich guck mal, ob ich irgendwas dagegen tun kann. Gibt's doch bestimmt was von Ratiofarm, ne? Du nimmst Lähmung. Lähmungstein. Weiß man nicht, ob da irgendwas bringt, aber egal. So, aber den knöpfen wir uns erst in der nächsten Folge vor. Von Let's Play Tales of Crystal F. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.